Moin Leute, heute geht es um den Limiter. Der Limiter ist einer der essentiellen Bestandteile von FL Studio. Ich habe ihn in quasi jedem Video bisher verwendet und ich wollte dieses Video mal kurz erstellen, damit ihr einmal den kompletten Überblick habt, weil ich das sonst immer nur so kurz anreiße und dann wisst ihr endlich mal, was Sache ist. Und zwar habe ich hier auch schon was vorbereitet, woran wir uns entlanghangeln werden. Moment, zack, hier in der Playlist. Das ist einmal ein Sample. Ja, das braucht eigentlich weder Limiting noch Kompression, aber eignet sich einfach perfekt dafür, um jetzt nochmal ein paar Beispiele einfach dafür zu geben. Und zwar haben wir das hier, zack, einmal auf die 1 gepackt. Hier, schön auf die 1. Dann gehen wir mal in den Mixer-Channel, gehen hier auf die 1. Dann öffnen wir hier den Limiter. Genau, so sieht das gute Ding aus. Zack, wir öffnen das hier einmal, machen es ein bisschen größer. Und dann haben wir hier eigentlich drei Funktionen. Das ist einmal Limiter, Kompressor und dann einmal Noise Gate. Wir gehen die ganzen Funktionen jetzt einmal komplett durch und dann erkläre ich euch ungefähr, was hier Sache ist und etc. Das erste, was uns auffällt, also wir gehen am besten vom Kompressor zum Limiter gleich rüber, weil der Signalflow ist nicht so wie hier angegeben. Das ist ein bisschen counterintuitive, wie man so schön sagt, also halt gegen die Intuition. Und zwar werden die Funktionen ja nicht separat voneinander angewandt, sondern die werden gleichzeitig angewandt, was einem erstmal komisch vorkommt, aber ist schon okay. Ist nicht so schlimm, wie man denkt und auch nicht so kompliziert, sondern das, was jetzt eigentlich am kompliziertesten klingt, ist, erst kommt der Kompressor, dann kommt Gain, dann kommt Limiter mit dem Noise Gate und dann kommt Saturierung und dann wird das Signal ausgegeben. Was das Ganze bedeutet, klingt viel komplizierter, als es eigentlich ist. Und ich habe es jetzt einfach kompliziert erklärt. Aber wir gehen erstmal durch. Hier haben wir einmal das Signal. Genau, so sieht es aus. Wir können das hier einmal stoppen. Und dann haben wir hier quasi die Lautstärke-Peaks. Zack, zack. Ja, hey. Ja, hey. Alright. Dann haben wir hier ein paar Anzeigen. Das ist einmal Threshold, das ist einmal Knee und das ist einmal Ratio. Zack. So, was bedeutet das? Wir können über so Rechtsklick und dann Reset, Rechtsklick, Reset, Rechtsklick, Reset. Und zwar Kompression bedeutet, dass eine Lautstärke quasi runtergefahren wird, gedämpft, vermindert wird zu einem bestimmten Verhältnis. Und zwar können wir hier quasi einen Schwellenwert setzen. Zack. Hier sehen wir auch immer hier oben links quasi ganz genau, wie viel Dezibel das sind. Zack. Jetzt machen wir einfach hier Pi mal Daumen, einfach damit wir es besser sehen können. Einfach mal 11. Einfach aus Gefühl. Und dann setzen wir Ratio. Ratio ist quasi das Verhältnis, in dem die Lautstärke gedämpft werden soll, beziehungsweise vermindert werden soll. Und das ist quasi das Verhältnis. Und jetzt haben wir auch, wenn wir oben hier einmal beobachten, mit zack, so, 1,3 zu 1, 1,4, 2. Und wir merken schon, ah, okay, gut, das geht ganz schön hoch. Jetzt haben wir 20 zu 1. Und wir werden das jetzt einmal kurz live vormachen. Zack. Ups, wenn man hier übrigens auf den Bildschirm draufklickt, dann sieht man auch. So, und dann kannst du kurz Pause machen und kannst du wieder aktivieren. Und wir sehen halt auch diese Kurve, die sich halt immer weiter runter bewegt. So. So, was sehen wir jetzt hier? Wir haben hier so kleine Peaks, die von oben kommen. Das signalisiert uns quasi, wo Kompression angewandt wird. Und zwar dort ist halt der Schwellenwert so erreicht, dass die Kompression das Audiosignal quasi ein bisschen duckt und ein bisschen runterregelt. Jetzt haben wir quasi insgesamt schon ein bisschen ebenerdigeres Signal. Allerdings noch nicht so, wie ich es gerne hätte, weil ich möchte gerne einfach alles auf der gleichen Lautstärke haben. Das hat jetzt keinen speziellen Zweck, einfach nur, um euch quasi die Funktion zu erklären. Und gehen wir quasi nochmal mit dem Threshold runter. Also das ist jetzt quasi die maximale Kompression, die wir einstellen können, abgesehen vom Limiter. Und gehen jetzt nochmal ein bisschen runter und gucken dann, dass wir alles so ein bisschen ebenerdig hinbekommen. Ihr werdet sehen, dass hier quasi die Peaks, die werden halt beeinflusst werden, aber das hier halt nicht. Und das ist ungefähr unser Ziel gerade.
Ja, das hier ist ungefähr schon so. Hier seht ihr, das halt nicht beeinflusst und hier schon, das halt ungefähr alles auf derselben Ebene. Das ist jetzt eine sehr, sehr harte Kompression. Das wollen wir aber in den meisten Fällen gar nicht haben, sondern wir wollen es ein bisschen sanfter haben. Jetzt können wir zum Beispiel den Threshold ein bisschen runter machen, aber dafür halt die Kompression viel, viel sanfter. Und dann haben wir auch einen viel sanfteren Übergang und ist halt nicht so hart. So, ihr seht schon, ich habe das quasi nochmal den Schwellenwert ein bisschen hochgestellt, weil es ein bisschen zu viel war. Hier hat es einfach nur noch quasi alles platt gedrückt. Und jetzt haben wir hier im Endeffekt ein Signal, was noch mehr variiert, weil die Kompression nicht so stark ist, allerdings auch ungefähr auf einem Level bleibt. Hier sind halt sowieso schon leiseren Peaks, die sind halt ein bisschen weniger beeinflusst. Und dann hier oben die Peaks, die sind halt nochmal mehr beeinflusst. So kann man halt ungefähr mit Kompression arbeiten und nie haben wir jetzt quasi gar nicht angerührt. Nie ist auch ungefähr dafür da, quasi denen noch so ein bisschen eine Abrundung zu geben. Das gibt denen quasi nochmal so ein bisschen eine Kurve, bis die maximale Kompression einsetzt. Das ist quasi wie so eine Skisprungchance, die erstmal ein bisschen Anlauf nimmt, bevor sie dann euch komplett rauskatapultiert. Und diese selbe Analogie können wir auch quasi bei den Attack, Release und Sustain Einstellungen anwenden. Hier haben wir einmal Attack. Attack ist hier im Moment ganz unten. Das bedeutet, sobald der Schwellenwert überschritten wird, wird direkt Kompression angewandt. Zwar haben wir zum Beispiel jetzt noch nie, also es geht nicht direkt in die Vollen, sondern es hat quasi noch so einen kleinen Anschwung, bis es dann komplett reingeht. Allerdings wird es halt direkt von Sekunde 1 an komplett angewandt, so wie es hier ist. Und dann haben wir quasi hier noch Release. Release ist quasi die Einstellung, wie schnell es dann wieder loslässt. Und Sustain ist dann, wie lange es dann trotzdem noch angehalten wird, wenn das Kompressionssignal angewandt wird. Also ihr könnt euch das so vorstellen: Eure Mama betritt euer Zimmer, ihr sollt die Musik leiser stellen. Das hier ist die Geschwindigkeit, in der ihr das macht, natürlich sofort. Das hier ist Sustain, ist die Dauer, die die Musik dann quasi unten bleibt. Und Release ist dann die Geschwindigkeit, in der ihr langsam wieder hochdreht. Das ist ungefähr die perfekte Analogie dafür. Und ich finde es so gemerkt, macht das komplett Sinn, ergibt das komplett Sinn. Sorry, deutsche Sprache und so. Und dementsprechend können wir uns ein bisschen mit den Einstellungen beschäftigen. Ich mache jetzt nochmal kurz ein bisschen, ich spiele ein bisschen mit den Einstellungen rum und zeige euch ein bisschen. So, jetzt hat man schon gesehen, hier war Release ganz, ganz schnell. Jetzt haben wir zack, 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 zack. Das ist quasi eine Präzisionsarbeit. Zack, 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 zack. Und hier ist Release einfach immer gegeben und das fadet ganz, ganz, ganz langsam aus. Also wenn jetzt gerade die Kompression eingesetzt hat, dann geht es langsam, langsam wieder zurück. Und das ist ungefähr das Ding jetzt. Zack, jetzt resetten wir das wieder. Hier auch Reset und dann hier nochmal resetten. Hier sieht man schon, das sind quasi Standardeinstellungen. Das ist ein bisschen Sustain, langer Release und sehr schneller Attack. Jetzt haben wir hier unten noch die Curves und Sidechain. Das erkläre ich euch am besten gleich einmal zusammen. Wie wir sehen, habe ich hier oben schon einmal noch zwei andere Spuren. Das sind einmal Drums und das sind einmal nochmal andere Drums. Hier, das sind einmal die einen Drums. Warum spielst du nicht ab? Das ist auf zwei. Habe ich euch stumm geschaltet? Ja, ich habe euch stumm geschaltet. Lol. So. Zack, zack. So, das ist jetzt zum Beispiel keine guten Jumps für Sidechain. Allerdings die da drunter schon. Darum soll es jetzt aber erstmal nicht gehen. Das ist jetzt noch ein bisschen Foreshadowing. Hier haben wir halt den Kompressor halt so einmal erklärt. Also quasi der Schwellenwert. Ab dann wird Kompression angesetzt. Das ist so ein bisschen quasi der kleine Schubs, bis es halt komplett in die Kompression reingeht. Und das hier ist quasi das Ausmaß, in dem dann Kompression angewandt wird.
Damit sollte man nie übertreiben und das ist immer so eine Sache, was ihr halt erreichen wollt. Wenn ihr zum Beispiel einfach ein bisschen was ebenerdig machen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall nicht damit übertreiben. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Signal komplett davon abschirmen wollt, quasi über einen bestimmten Lautstärkepegel drüber zu gehen, wenn ihr zum Beispiel am Ende euren Track mastern wollt, dann müsst ihr halt und könnt ihr halt den Limiter verwenden. Wir haben jetzt hier einmal Kompression und dann den Limiter. Aber ich habe ja eben gesagt, das geht von Kompression zu Gain. Also ihr habt quasi dieses Signal hier und dieses Signal hier könnt ihr dann quasi nochmal mit der Lautstärke bearbeiten. Also das Signal, was ihr kompresst habt, das könnt ihr dann quasi nochmal. Also wenn es zum Beispiel ebenerdig gemacht würde, könnt ihr das gesamte Signal an sich nochmal lauter machen. Das bedeutet, dass dann dieses ebenerdig gemachte Signal insgesamt einfach lauter wird. Ich kann euch das hier kurz einmal zeigen. Also auch wenn quasi der vorher gesetzte Schwellenwert übertroffen wird, wird es halt trotzdem lauter, weil das halt nichts mit dem Schwellenwert zu tun hat. Das ist einfach nur quasi. Ihr habt es mit Kompression behandelt und danach macht ihr es quasi nochmal lauter. Ist halt im Endeffekt auch nichts anderes, als würdet ihr hier im Regler nochmal lauter machen. Ist halt einfach nur ein Lautstärkeregler etc. Allerdings ist wichtig, dass das davor kommt, weil danach kommt der Limiter. Also wenn ihr die Lautstärke hier benutzt, dann hat die Effekt auf den Limiter, weil der Limiter kommt erst danach. Ich wiederhole jetzt das noch ein paar Mal, damit sich das festsetzt. Kompressor, Gain, Limiter mit dem Noise Gate und dann kommt Saturierung. Sehr gegen die eigene, wie man es hier sehen würde. Man denkt halt, es wird alles gleichzeitig angewandt oder halt irgendwie in einer anderen Reihenfolge, aber das ist ungefähr die Reihenfolge. Also Kompressor, Gain, Limiter mit dem Noise Gate und dann Saturierung. Kompressor, Gain, Limiter mit dem Noise Gate und dann Saturierung. Ganz, ganz wichtig. Gut, dann haben wir jetzt Gain erklärt und Kompressor. Und dann nach dem Gain kommt der Limiter mit dem Noise Gate. Perfekt, habt ihr gut gemacht. Jetzt haben wir den Limiter. Der Limiter ist eigentlich nichts anderes als ein sehr, sehr starker Kompressor. Der Limiter wird halt so bezeichnet, weil er quasi so stark Kompression anwendet, dass er quasi über einem Schwellenwert keine Lautstärke mehr zulässt. Also alles, was über einen Schwellenwert drüber geht, wird quasi platt gedrückt. Es ist quasi einer der stärksten Formen von, eine der stärksten Formen von Kompression. Und das zeige ich euch hier einmal. Wir haben ja auch quasi keine anderen Einstellungen mehr. Wir haben quasi nur ein Ceiling. Ceiling ist quasi eine Decke. Und das halt auch, weil quasi dann darüber wird nichts mehr Kompression mäßig angewandt, da wird einfach alles nur noch platt gedrückt. Es wird halt nicht irgendwie was angenehm gemacht oder so, etc., sondern es wird einfach alles nur quasi abgekattet. Ich zeige euch das hier einmal kurz. Ja, ganz genau. Hier haben wir quasi dann einfach, ihr seht schon, je weiter runter ich das gedreht habe, es wird einfach alles platt gedrückt. Das Ganze hat hier auch Attack, Release und Sustain. Allerdings haben die nicht so viel Auswirkungen, weil die Kompression halt schon so stark eingedreht wird, dass das eigentlich nicht mehr so audiomäßig wahrnehmbar ist. Ihr könnt natürlich immer noch halt den kleinen letzten Rest rausdrehen und euch selbst noch mit den Einstellungen beschäftigen. Allerdings habe ich bisher nicht den Eindruck gehabt, dass es noch einen großen Unterschied macht. Gut, dann haben wir quasi Limiting, Kompression, Gain erklärt und jetzt haben wir hier Noise Gate. Dazu drehen wir das hier nochmal zack auf die Grundeinstellungen und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal generell auf die Grundeinstellungen. Ihr habt gesehen, ich habe hier quasi oben zwischen den Presets einmal durchgeschaltet. Das einfach nur, damit ich halt wieder zurück auf die Standardeinstellungen komme, die dann quasi unberührt sind. Ihr seht, alles ist quasi wieder zurückgesetzt worden. Und wenn wir es einstellen. So, ich meine einstellen, ich meine abspielen. So, dann sehen wir, hier ist es wieder alles normal und unberührt und keine Kompression oder Limiting wird angewandt. Jetzt haben wir hier auch wieder die verschiedenen Lautstärke-Peaks. Und jetzt können wir hier mit dem Noise Gate auch wieder einen Schwellenwert setzen. Dieser Schwellenwert, den sehen wir hier wieder als Linie. Zack.
den genau bis ganz oben hinsetzen und dann quasi bis hier unten. Jetzt machen wir das einmal hier so, dass wir hier so die ganz leisen Parts, die werden runter, dass wir die quasi unter dieser Linie haben. Und jetzt haben wir quasi Gain, drehen wir, regeln wir mal ganz runter und Release auch. Und euch wird direkt was auffallen. Genau, jetzt haben wir hier diese kleinen Lücken drin und das liegt daran, dass alles, was unter diesem Schwellwert ist, wird halt runter geregelt. Wir haben jetzt quasi nichts, was von oben kommt, sondern wir gucken halt uns nur die leisesten Stellen an, anstatt vorher die lautesten Stellen. Das eignet sich zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel, ich hatte das in meinem Synthwave-Tutorial mal erwähnt, dass wenn ihr zum Beispiel Drums habt, also als Schlagzeug etc. und da ist Hall drauf, dann haben wir zum Beispiel diesen typischen 80s-Klang. Wenn wir zum Beispiel, das nennt sich eine Gated Reverb, wir haben quasi anstatt den Hall ausklingen zu lassen, wird er auf einer bestimmten Lautstärke dann quasi abgeschnitten. Was halt dann quasi diesen typischen 80s-Drums-Effekt dann ausmacht. Und teilweise wollen wir einfach auch, wir haben zum Beispiel ein Voice-Over, wie ich jetzt zum Beispiel hier über dieses Video rede und zwischendurch gibt es halt Rauschen und etc. und ihr habt irgendwie ein schlechtes Mikro oder so und auch wenn ihr nicht spricht, wird es halt die ganze Zeit rauschen und rauschen und rauschen und das ist halt irgendwie, das nimmt die Qualität aus dem Video so ein bisschen und ihr wollt halt wenigstens, wenn ihr nicht sprecht, dann nochmal das Rauschen rausnehmen, dann könnt ihr quasi hier einen Schwellenwert setzen und dann quasi über dem Rauschen, weil eure Stimme sich ja vom Rauschen absetzt, lautstärkemäßig und dann wird halt alles, was unter dem Schwellwert ist, das sollte dann das Rauschen sein, wird dann runter geregelt. Weil ich habe ja auch Gain, das ist die Lautstärke. Ihr könnt halt auch einstellen, wie viel runter geregelt wird. Also quasi, ich hatte es jetzt einmal komplett runtergesetzt. Das bedeutet, es wird absolut auf 0 gesetzt. Aber wir können auch hier zum Beispiel sagen, das ist halt minus 5. Also auch einmal hier oben wieder geguckt. Können wir zum Beispiel minus 5 Dezibel, halt minus 10 und das halt einmal bis unendlich und so könnt ihr auch quasi feintunen, wie viel das runtergeregelt werden soll. Man kann auch zum Beispiel bei Voice-Overn, wo zum Beispiel Atmer halt noch drin sind oder halt irgendwie Luft holen. Luft holen ist meistens von der Lautstärke her leiser als das eigentliche Reden und dementsprechend könnt ihr dann quasi auch das Luft holen runterregeln. Aber zum Beispiel komplett Atma rauszuregeln, wirkt unnatürlich. Also wenn ihr einen Voice-Over aufnehmen wollt für ein Video, dann klingt es nach einer Zeit komisch, wenn keine Atma drin sind. Dementsprechend wäre es dann auch, würde sich anbieten, einmal die Atma nicht komplett runterzuregeln, sondern einfach leiser zu machen. Das wirkt dann insgesamt angenehmer und ist dann einfach besser fürs ganze Hörerlebnis und ist halt nicht so komisch, als wären gar keine Atma drin. Das klingt so roboterhaft und auch so ein bisschen künstlich. Gut, dann haben wir quasi hier noch Release. Das ist quasi auch wieder die Einstellung, wie schnell das dann quasi wieder rückgängig gemacht wird. Und das sehen wir auch. Ja, hier sehen wir schon, hier ist eigentlich alles sehr viel unterm Schwellenwert und eigentlich sollte alles runtergedreht werden, aber weil es halt so langsam quasi einsetzt, wird es erst hier am Ende kurz einmal angewandt, aber sonst bleibt es komplett unberührt, aber wenn wir es quasi hier Release einmal runtersetzen, genau. Das hier ist quasi dieselbe Stelle wie das. Also es wird halt direkt einmal angewandt. Und wir sehen schon, hier ist halt diese kleine Spitze noch. Die kommt dann einmal kurz noch über den Schwellenwert und ist halt deswegen nicht betroffen. Deswegen gibt es halt hier diese kurze Stocken. Deswegen muss man hier auch mit dem Schwellenwert immer genau gucken, wo macht man das und wie stark dreht man das rein und wie schnell soll das quasi angewandt werden. Das sind so ungefähr die Noise Gate Funktionen. Wir resetten das hier einmal. Ach Quatsch, wir machen es so wie eben. Einmal kurz resettet. So etc. Gut, dann haben wir einmal hier den Kompressor. Dann haben wir einmal Gain erklärt.
Dann haben wir aber den Limiter erklärt mit dem Noise Gate. Und jetzt kommt als letztes noch Sidechain. Ganz genau. Jetzt muss ich. Ah, Quatsch. Saturierung kommt jetzt erstmal und danach kommt Sidechain. Saturierung ist quasi eine Art von Verzerrung. Eine Saturierung hat ungefähr die Funktion von einem Verzerrer, allerdings ist es noch eher ein harmonisches Ding und soll eher die alte Analogtechnik nochmal nachahmen und hat unter anderem das Gefühl, also gibt dem Klang unter anderem das Gefühl, nochmal ein bisschen wärmer zu sein. Und ich habe auch ein komplettes Tutorial zur Saturierung erstellt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, aber um es einmal kurz zu erklären, Saturierung fügt quasi in den meisten Fällen so eine leichte Verzerrung zu einem Klang hinzu, sodass halt nochmal ein paar Obertöne entstehen und so ein bisschen harmonische Obertöne auch unter anderem entstehen und gibt den Ganzen quasi nochmal so ein bisschen Wärme, wie schon gesagt. Und das können wir auch hiermit machen und ihr seht schon, hier wird dann quasi die Leiste von oben gezogen. Hier haben wir quasi bei Noise Gate die Leiste von unten. Und hier quasi von oben. Und das ist auch quasi wieder der Schwellenwert. Bedeutet, jeder Sound, der von der Lautstärke her über diese Linie kommt, wird mit ein bisschen Saturierung quasi angereichert und noch ein bisschen wärmer gemacht. Saturierung und Verzerrung haben wir auch teilweise, wenn zum Beispiel ein Limiter angewandt wird oder halt ein bisschen halt über einen Schwellenwert gearbeitet wird, dann wird halt direkt ein bisschen verzerrt, weil es quasi dagegen geht. Das kann teilweise angenehm sein, aber zum Beispiel der Distortion-Effekt, wenn etwas einfach zu laut ist, ich kann das hier einmal kurz vormachen, vorsichtig, einmal Lautstärke-Warnung. Ja, das distortet halt, weil es halt zu laut ist. Und wenn man das halt angenehm macht mit einem bestimmten Level, dann ist es halt auch Verzerrung und kann auch Saturierung hinzufügen. Das kann man hier aber auch einfach auf eine sehr angenehme Weise mit dieser Funktion hier erreichen. Dementsprechend kann man das hier nochmal einwählen und ist halt ganz nett. Es gibt aber andere und bessere Möglichkeiten mit einem Plugin nochmal zu saturieren. Deswegen würde ich dazu eigentlich nicht meine Empfehlung aussprechen, aber kann man auf jeden Fall machen, wenn man es sich gerade anbietet. Dann gibt es hier als letztes nochmal die Sidechain-Kurven etc. Und zwar haben wir hier einmal die Kurven und einmal die Kurve. Zack, am besten machen wir das hier einmal mit Sidechain. Und zwar haben wir hier, gehen wir da wieder weg, wir machen das wieder auf die normale Lautstärke, einmal resetten und dann wechseln wir hier mal die Drums. Die Drums habe ich hier nämlich auf die Nummer 4 gepackt. So, dann packen wir hier den Mixer wieder aus. Den Mixer, wir verschieben das hier einmal kurz, weil das ist gerade nicht im Mittelpunkt. Und zwar im Mixer habe ich das Sample hier und die Drums auf 4. Und wenn ihr quasi hier unten einmal mit Rechtsklick drauf geht, Sidechain to this Track. Oder Sidechain to this Track only, wenn ihr möchtet. Aber hier in diesem Fall machen wir mal Sidechain to this Track, weil wir halt auch keinen anderen Track haben, wo das nochmal gesidechained zu werden soll. Zack. Und dann seht ihr schon hier diese kleine Linie. Und wenn ihr zum Beispiel das woanders hin macht, dann seht ihr hier ist quasi Lautstärke reingedreht. Das könnt ihr quasi hier nochmal verändern, indem ihr hoch und runter zieht einfach und das dann gedrückt halt. Allerdings wollen wir das nicht. Hier, wir wollen nur Sidechain. Und dann seht ihr schon, hier ist es leer. Wir können das auch auffüllen, aber wollen wir im Moment nicht. Dann gehen wir hier zurück und ihr seht schon, das Sidechain geht von den Drums, in diesem Fall zu dem Sample. Und dann gehen wir hier wieder zum Limiter. Zack, hier ist wieder Limiter. Und zack. Und jetzt sehen wir hier bei Sidechain, das ist leer, aber wenn wir rechts drauf drücken, dann haben wir einmal Insert 3 und einmal Insert 4. Ich habe jetzt einfach von beiden so, wenn wir sehen, zack, da ist das Sidechain und zack, da ist nochmal ein Sidechain. Allerdings haben wir 4. So, bedeutet auf der 3 ist gar nichts. Also können wir die 3 einfach ignorieren, weil dort werden wir kein Signal bekommen. Jetzt gehen wir auf Insert 4. So, und was uns dann direkt auffallen wird, nix. Warum? Weil Sidechain ist eine Art von Kompression.
Dabei wird quasi ein Signal im Verhältnis zum anderen Signal quasi runtergeregelt. Aber das müssen wir quasi auch mit den Einstellungen hier einstellen. Und zwar haben wir zum Beispiel Threshold, zack, und dann nochmal Ratio und dann. Genau, und hier sieht man schon quasi jedes Mal, wenn ein lauterer Klang von dem Drumloop hier eingesetzt wird, dann sieht man, wie das Signal einmal komplett runtergeregelt wird und quasi Platz macht, damit die Drums richtig durchkommen. Das kann man in verschiedenen Genres machen, mit verschiedenen Effekten. Das kann man im Techno anwenden, um zum Beispiel die Bassline so ein bisschen pumpen zu lassen. Aber auch zum Beispiel bei EDM-Mucke kann man das machen, bei verschiedenen. Man kann teilweise Disclosure hat teilweise die Kick von deren Drums immer zum Vocal gesidechained, damit auch das Vocal so ein bisschen pumpt, so bum, bum, wum, wum, wum. Das kann man teilweise mit Bass machen, mit etc. Die der Kreativität ist, sind da keine Grenzen gesetzt, wie eigentlich immer in der Musik. Und das kann man dann dementsprechend auch hier mit den Einstellungen wieder verstärken. Wir machen es einmal komplett extrem. Genau, hier sehen wir quasi schon die Effekte von falschem Sidechain, beziehungsweise was heißt falsch, aber so habe ich mir das persönlich nicht vorgestellt und so klingt es meiner Meinung nach nicht okay und dementsprechend sollten wir hier einmal zurückregeln. Also das ist einfach immer wieder eine Einstellungssache, zum Beispiel wenn wir jetzt einfach den Schwellwert hoch machen, aber dieselben Sidechain. So, oder wenn wir jetzt quasi ganz den Schwellenwert runter machen, also das halt direkt überschritten wird, aber das Verhältnis sehr niedrig. Ja. So, dann haben wir jetzt einmal die verschiedenen Beispiele, wie es quasi gemacht werden kann. Und dementsprechend müsst ihr euch da ein bisschen entlanghangeln. Wir haben hier noch die Kurve. Die Kurve entspricht quasi nochmal einer kleinen Anpassung. Ich habe auch hier kurz mal ein Bild eingeblendet. Zack. So sieht das nämlich aus. Das ist halt quasi nochmal das Feintuning, quasi von 1 zu ganz scharf bis hoch zu 8, so ein bisschen lascher. Wir werden das jetzt quasi nochmal ein bisschen beobachten. Zack. Achtet vor allem auch mal hier auf die Kurve. Zack, wie sich das verändert. Ich gehe jetzt quasi langsam hoch. Genau, jetzt haben wir quasi hier den Vergleich hier von 1 zu 8. Und ihr seht schon, hier ist einfach ein bisschen sanfter, ein bisschen abgeriegelter und das kann teilweise noch mal den Unterschied machen zwischen richtig pumpen oder halt noch mal ein bisschen halt Feinabstimmung und etc. Also damit solltet ihr euch noch mal auseinandersetzen. Das sind auch eigentlich schon die ganzen Funktionen. Diese Kurven gibt es halt auch nochmal beim Limiter. Das gibt es einmal für Attack und einmal für Release. Da könnt ihr euch nochmal mit auseinandersetzen und dementsprechend dann nochmal feintunen. Wir haben hier eigentlich noch ein paar Einstellungen, die sind einfach teilweise noch visuell. So, zack. Zum Beispiel haben wir hier die Geschwindigkeit, ganz langsam oder ganz schnell. Ich persönlich mache die Standardeinstellungen dazu eigentlich immer am liebsten und dann haben wir einfach hier nochmal ein paar visuelle Sachen, wo dann einfach Linien eingezeichnet werden, wie ihr halt haben wollt und halt nicht haben wollt. Ihr könnt quasi Input-Signal, Output-Signal etc. Dann haben wir noch Options, das ist echt nur so ein About-Ding, wo halt die Entwickler nochmal genannt werden. Einmal Shoutout an euch, nices Ding, sehr nützliche Sachen habt ihr eingebaut. Und ja, wir haben hier dann auch noch Presets. Presets sind einmal hier zum Beispiel Jump, Kompression für Drums speziell, drei verschiedene. Dann nehmen wir auch Drums größer machen. Dann noch einmal zum Beispiel Musik hinter Voice ducken. Da wird quasi die Sidechain-Funktion benutzt, um jedes Mal, wenn ihr spricht, dann die Musik leiser zu machen. Und wenn ihr aufhört zu sprechen, dann wird quasi eure Stimme wieder in den Vordergrund geholt. Das könnt ihr zum Beispiel beim Voice-Over, wenn ihr ein Video aufnehmt, ihr sprecht die ganze Zeit und jedes Mal, wenn ihr halt nicht sprecht und halt irgendwas zeigt, dann und
Audio nicht wichtig ist, dann könnt ihr quasi eure Hintergrundmusik ein bisschen lauter machen. Das ist halt ganz nice. Dann habt ihr hier noch ein paar für Jumps, einmal für maximale Loudness. Das ist dann quasi darauf abgespielt, euren Master nochmal direkt lauter zu machen. Also halt so laut wie möglich. Stichwort Loudness War. Und dann haben wir zum Beispiel nochmal ein Noise Gate. Wenn ich das einstellen habe, zum Beispiel hier direkt ein Noise Gate eingestellt. Ihr seht halt diese kleine Einstellung hier schon. Dann quasi hier der Schwellenwert komplett runtergedreht und nochmal released sein. Also wenn ihr euch so ein bisschen einen Anfangsstartpunkt sucht, dann geht einmal durch die Presets durch, dann werdet ihr auf jeden Fall erstmal kurz fündig und dementsprechend könnt ihr euch da quasi entlang hangeln. Also das sind ungefähr die Noise-Einstellungen, also die Noise-Gate-Einstellungen und dann könnt ihr euch das nochmal selbst anpassen. Also wenn ihr unsicher seid, okay, mache ich das gerade so richtig, wählt dann einfach das aus und verändert das so ein bisschen für euch und macht dann eure eigenen Erfahrungen. Dann haben wir quasi hier noch die Einstellung, dass einmal hier einfach nur A und B testen. Also quasi, wenn ihr eine Einstellung gefunden habt, dann könnt ihr das quasi hier einmal speichern und dann wird das quasi zwischengespeichert und dann könnt ihr quasi A und B testen. Dann könnt ihr quasi nochmal ein bisschen rumwursteln und dann könnt ihr quasi hier zwischen A und B hin und her wechseln und dann habt ihr quasi nochmal einen Vergleich von vorher und später und was die Einstellungen, die ihr gemacht habt, dann wirklich auch bewirken. Das ist das ganze Limiter-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen näher bringen, worum es hierbei geht. Ich nehme Fruity Limiter eigentlich immer, wenn ich ein Projekt bearbeite und halt irgendwas in diesem Bereich an Aufgaben haben möchte. Vor allem für Komposition und sowas finde ich es ganz nice, weil es nochmal so ein visuelles Feedback hier gibt. Ich mag den Kompressor von Fruity Loops eher weniger. Ach Quatsch, den machen wir nicht hier, sondern schließen dich einmal kurz. Da, wo ist der Kompressor? Fruity Kompressor, das ist halt der Kompressor sonst. Der ist halt, ich finde, sehr anfängerunfreundlich, wenn man nicht weiß, was er macht. Und so hat man sonst einfach noch beim Limiter. Ich zeige dir jetzt mal nebeneinander. Zack. Wo ist die Detach. Willst du dich nicht detachen? Change Color Rename. Wait, what? Detach. Okay, gut. Dann halt nicht. Fuck you. Alles klar. So, hier ist Detach, genau. Oh mein Gott. Hat mein Gehirn gerade nicht gut funktioniert. So, also im Vergleich dazu, das hier als Kompressor oder das hier halt als Kompressor. Ich würde immer zu diesem tendieren. Das war das ganze Ding. Ich hoffe, es war verständlich. Und wenn es noch Fragen gibt, dann frage ich jemand anderen. Ciao, ciao.